So, hallo auf YouTube, da sind wir wieder, der nächste Stream. Seht jetzt gerade, wir sind bei House of Wax oder bei dem Wachshaus oder wie auch immer das war, stehen geblieben. Ist natürlich jetzt wieder einige Zeit vergangen. Okay, die Tür ist blutverschmiert. Chat hat Angst. Open door. Okay, und es gibt keinen Türknopf. Und hier fehlt noch ein Licht. Hier können wir speichern, aber ein grünes Licht fehlt, falls es noch was zu bedeuten hat. Hier können wir gleich auch nochmal hinein. Wow. Okay, hier können wir auch nicht rein. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt hierhin zurückgehen, kommen wir zurück ins Haus. Ne, das war ja so. Ne, das war gar nicht so. Okay, alles klar. Gucken wir mal, wie können wir denn nochmal rennen? So, okay. Cruise Ship Floor. Ich denke, ich kann wirklich den, ja, den Ozean auf der anderen Seite hören. Was kommt denn jetzt? Hä? Okay, ich hätte jetzt damit nicht gerechnet. Also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Wir haben, glaube ich, haben wir schon eine neue Aufgabe von der Katze? Ich guck mal ganz kurz. Nee, wir müssen eine Katze finden. Das müssen wir machen. Wir müssen die Katze finden. Aber ihr wisst, ne? Irgendwann wird es zum Einsatz kommen, ne? Irgendwann werfen wir den Döner. Das ist immer so. Warum haben wir den Döner zur Hölle? Warum? Sind die Menschen denn echt? Da ist noch ein kleiner. Ach du Scheiße, wie groß ist das denn hier? Oh, wehe, die machen irgendwas mit der weißen Katze da. Also, es ist schon schwierig genug, was passiert ist. Huch! Okay, hier kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht mit dem reden. Oh, okay. Aber das Spiel überrascht jedes Mal, ne? Oh Gott, ist das cool gemacht. Warte mal eben. Ey, ich liebe diese Spielereien im Spiel so sehr, ne? Wie kommen wir die Treppe hoch? Ah. Burnhaus nehmen, ne? Ich höre schon Geräusche, die ein bisschen beunruhigend sind. Okay, sonst ist hier nichts. Auch nicht, oder? Nee. Okay, ich würde gerne nach oben gehen. Wir können hier nur nach unten. Aha. Das ist beunruhigend, weil regulär haben wir immer irgendetwas, was passiert. Wir kriegen gerade so ein großes Areal und sind das vielleicht Puppen? Weil wir sind ja in diesem Wachsmuseum. Sind wir doch noch, ne? Oh Gott. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Ich geh mal hier auf die andere Seite. Okay, ich kann ein bisschen zu weit laufen. Moment, dann gucken wir erstmal hier. Ja, es sind alles nur Wachsfiguren. Ich kann mich nicht bewegen. Oh nein, werden wir die nächste Wachsfigur?
shit. Was nun? Hallo? Hallo? Who's that? The name's Murphy. I'm the one in the hat. Can you see me? Was soll das mit mir passiert? What the hell's happened to me? Well, what do you think happened? You saw the warning signs and you ignored them. Just like me. Signs? What signs? Sie irgendwo Paris Hilton? Don't breathe the sea air. Does that ring any bells? But there's no point arguing about it. We're practically already dead. What's wrong with the air? Was du meinst, Aura, Bibi? You fill your lungs with that shit. And it freezes all your motor functions for as long as it's circling in your system. It's also painful as hell. Not at first, but mark my words, you'll feel it too. Wer ist der Mann ohne Gesicht? Wie lange bist du jetzt schon hier, Murphy? Wie bist du denn hier in der Burnhouse Lane? Warte mal, wie lange bist du schon? How long have you been here, Murphy? I don't know. The day and night cycle doesn't exist aboard this ship, but it feels like a very long time. Wer ist der Mann ohne Gesicht? He's the man with no face. How should I know? He didn't tell me his name. I don't think he can speak at all. All I know is that he brings people here once they're paralyzed. Then he coats them in hot wax so he can turn them into statues. Dressed as crew and passengers of this fucking ship. Das Kind oben. He's left for now. You know why? Yes, you guessed it. He's getting a bath of molten wax nice and ready for you, because, darling, you're about to be dipped in that shit from head to toe. So, perhaps it's best that, well, you prepare for it. Mentally. No. Oh, yes. Yes, indeed. I'm already half oben dead auf dem Schiff war ein Kind, shell, ganz weit just weg, oder war ein Kind, suffering to end. All thanks to that. What would you even call him? Der Kurator. Okay, den Sculptor, Potato Man, the Skinny Man, Kurator. Er hat nicht so ein Kurator-Popo gehabt. Oder ich würde ihn fucking Asshole nennen. Ich nenne ihn Potato Man. I'd call him Potato Man. What? Why? Because his face looks like a big potato. Does it? I wasn't even aware that he had a face. But sure, we can call him that. How did you end up on Burnhouse Lane? Oh, darling, the things I'd done, it was all just a matter of time. I came to Burnhouse Lane to pay for the lifetime of overindulgence. But the price... Well, the price has exceeded my expectations. And you? What's a fine young lass like yourself doing on Burnhouse Lane? Ich frage mich aber auch, weil sie hat ja keine Schuld. Ich weiß nicht, ich bin einfach hier... Ich rauche, ja, wie ein Schlot. Ich bin krank geworden. Was passiert? Ich mach das. I got sick. Aber wieso? Das scheint mir ja, dass die alle vorher Scheiße gemacht haben. You don't always need a reason. But if you asked me, I think that's when it hurts the most, you know. Because it feels like life's pulled one over on you. Tricked you. When you foolishly played by the rules. You know what I mean? Don't answer this. You do. Of course you do. Willst du damit sagen, dass all diese Skulpturen tote Körper in sich tragen? Are you saying that all these sculptures have dead bodies inside them? Oh yes. And all the ones up on the main deck too. Some are quite old. All rotten inside, barely holding together. Can't you tell by the stench of death?
Your potato man has been quite a busy bee. Oh. And the worst part is... I know. The worst part is... we'll soon join them. At least the pain will stop. Oh, wieso redet it stops when you're dead. Aber wie kann right? er denn noch am Leben sein? Jetzt mal ganz in Ernst, ne? Okay, ist Burnhouse denn, da ist eh alles egal. Das ist ja nicht die richtige Welt, ne? Aber die müssen doch und Pipi machen und essen und trinken natürlich auch. Hey, ich werde auf jeden Fall nicht so sterben. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Well, I'm not gonna die like this. Give me a moment to think. I admire your willpower, darling. But I've tried everything. We are gonna die here. Ja, schon schlimmeres erlebt. Wir werden nicht befreien. Oh, never set my foot aboard this ship in the first place. Aber der hat ja irgendwas gemacht in der But richtigen you know Welt, what they ne? say. Curiosity killed the cat. Hm. Die Katze. Du brauchst die Katze. Ja, du brauchst unbedingt die Katze. I should try the cat power. Aber... mit welcher Katze? Okay. Ich darf auf keinen Fall zulassen, dass Potato Man, das Kartoffelmann, das gleich mit mir macht wie mit allen anderen hier. Es gibt also einen Weg hier, diesen Albtraum zu entkommen. Wir reden nur kurz mit ihm. You hang in there. I'll get us out soon. Just save yourself if you know how. Me. Well, we both know I'm already done for. Ja, jetzt ist die Zeit für den Döner. Okay. The last cat that came onto the farm. Okay. Stimmt, wir haben die Katze ja benannt, ne? Was war der Name? Scheiße, ich glaube Miller. Oder? Hatten wir die genannt? Ich glaube Miller. Miller. Hallo. Oh. Hä? Wieso sind wir sowas? Nein, ist die wirklich ge... Habt ihr den Ton gerade auch schön laut? Das ist die andere Katze, ne? Den Ton habt ihr schön laut, ihr hört das, ne? Oh Gott, ist das beruhigend. Okay, hier, also hier mit dem schönen Popo, der tote Körper, der antwortet nicht mehr. Das heißt, unter diesem wunderschönen Popo ist verrottetes Fleisch. Ja, die können wir nehmen. I know, ich verstehe auch. Ich will trotzdem erstmal gucken. Ist einfach nur ein Gesicht. Fuck me. You're seeing this too, lady? Wir machen das gleich, warte mal. Sieht aus wie der Tod. Ja, ich glaube, ich hätte nicht so viel rauchen sollen. Nicht, dass es jetzt irgendwas bringt. Irgendwas bringen würde. Okay. Das heißt, irgendwann werden wir da jemanden mit aufhalten. Big crate up here. Too bad. Okay. Da oben ist noch was, wir können es leider nicht erreichen. Hier müssen wir auch aufpassen. Okay. Was ist aber, wenn ich ihn hier stehen lasse? Warte mal. Shit, wo war das Ding? Das Ding kam hier irgendwo raus, oder? Kam das da raus? Scheiße. Ich konnte ja zwei belegen. Mist, ich hätte gucken sollen, ob das Fenster auf ist. Okay, ich dachte, ich könnte der währenddessen halt exiten. Okay. Oh,
muss ich etwa... Muss ich den Äpfel aufspießen lassen? Ich hoffe, da lebt keiner mehr drin. Da sind Menschen drin, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Da sind Menschen drin die ganze Zeit. Da oben, da oben. Seht ihr das? Ja, wir haben jetzt, ja, war nicht so gut, ne? Okay. Okay, okay. Okay, das, die Leiche hier drin ist zu frisch. Das heißt, um die zu kontrollieren, oder was war das jetzt? Das ist ja die Frage, was machen wir denn jetzt? Ach. Boah, ist laut. Achso, zu alt. Oh, Mann. Entschuldigung. Ups, sorry. Okay, der hat eine Gasmaske an. Oh. Oh! Well done, lady. You did it. This poisonous air won't trouble you now. But before you leave this dreadful ship, and I really hope you do, could you do me a little favor first? Yes. Thank you. Find something big and sharp and smash me to pieces with it, would you? Are you mad? Why would I do that to you? I'm in so much pain. I just want the suffering to stop. Please. I've been here for so long. I'll welcome death with open arms. I'll think about it. Ja, anders können wir ihnen, glaube ich, auch nicht mehr helfen, ne? Ich mehr statt mal eben. Aber jetzt hört man uns, ne? Da sind ja alles Augen drin. Ach, da ist der Türknopf. Ja, geil. Broken Glass. Ja, nimm da nochmal ein Stück von. Wir müssen da oben gleich irgendwie. Okay. Schüssel ist leer. What? I need to be fairly fresh. Also können sie tot sein, aber noch nicht so lange. Du hast wahrscheinlich nicht mal getötet oder so. Ich hoffe, weil er kann ja noch reden und er hat gesagt, er ist auch schon eine Weile irgendwie da. I wish I could... Ja, die passt da nicht rein. Aber eine Katze wird reinpassen vielleicht. Klettern hoch. Oh Gott, guck mal über uns. Kann ich denn hier? Nee, da kann ich nicht lang. Oh, Alter. So furchtbar. It's a large metal valve. Oh no, 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 it's not a steam pressure accident. Okay. It's a large metal valve. Any possible explanation?
you think the hypnotist would send a woman with a blonde hair and glasses eyes? Oh, ist eine Axt, sehr schön. Okay. Nee, was war das denn hier? Ein Fleischklops mit Beinen. Sieht aus wie so, erinnert mich irgendwie an Spinnen. Warum habe ich das überhaupt mitgenommen? Ach du Scheiße. Ein Fleischklops mit Beinen. Okay, das wird wahrscheinlich nicht so helfen, aber ich mache mal ganz kurz den hier. Oh. Müssen wir den vielleicht in die Schüssel? Boah, ii, Community-Liebe. Community-Liebe hat gerade geschrieben, ist das vielleicht ihr Krebs? Aber wieso sollte der Beine? Also, guck mal hier, da. Da müssen wir gleich irgendwie runter machen. Boah, wie das da auch aus den Rohren rausfällt, ne? Ich kann nicht mehr. Super abwechslungsreich einfach. Also die ganzen Orte, die wir jetzt gesehen haben. Ja, okay. Boah, Alter, ich erschrecke mich die ganze Zeit. Ich versuche das mal in die Schüssel zu packen. I see you found your little one. I found something. A creature. But I don't know what it is. Put it down somewhere, will you? We'll take a closer look. Was? What? Good God! Just look at him. He's almost starved to death. Oh Gott, die sind hier alle aufgekloppt, ne? He belongs to you now. Was? Feed him? My baby. With what? Just give him part of yourself. That's what mothers do. Gut. Ich habe vergessen, welches Spiel wir spielen. Ja. Ja, unser Baby, das ist Fleischklops-Chan. Wir nennen es Klops-Chan. Wir nennen es Klopsi. Ey, Klopsi. Nein, wir nennen es Klops-Chan. Okay, was möchtest du denn? Oh mein Gott. Boah, ich sag euch, es ist soweit, ne? Es ist soweit! Es ist noch nicht okay, aber es... Die Zeit wird kommen. Die Zeit wird einfach kommen. Gut, das war klar. Möchtest du deine Hand mit dem Glas schneiden? Ich mach mal nein und wir gehen erstmal raus. Ich kann aber auch sonst nichts... Ja, es ist Licht. Ich kann sonst nichts anderes machen. Wir müssen es machen. Bibi! Klops-Chan! Wie ist es denn jetzt mit Klops-Chan? Ich meine, können wir den irgendwie wieder... holen? Oh.
Oh mein Gott. Oh Gott, sie will unbedingt rauchen. Also für der Türknauf ist das, wissen wir ja. Ich dachte jetzt. Ich komme schon drauf. Ich will trotzdem mal ganz kurz was probieren. Okay. Ich nicht umbauen. Nein! Jeder von uns kennt das Gefühl. Jeder! Da kann mir keiner sagen, dass ihr das Gefühl nicht schon mal hattet. Jeder von uns kennt das. Ne? Hello Manello. Hallo. Ich nehme mal die Axt an mich, ne? Ist alles okay. Ja gut, dann smashen wir jetzt gleich mal den Typen, ne? Ich glaube, wir sind hier fertig. Ich würde gerne speichern, aber das geht ja nicht. I hope Potato Man feels really mad. Okay, ja, ich hoffe, der ist wirklich... Der wird sauer, wenn er merkt, dass wir sein... Das ist sehr laut, wenn er merkt, dass wir einfach seinen Fernseher runtergekickt haben. Oh, Sarah ist da! Sarah! Habe ich gemacht, das geht. Sarah, das ging. Immer noch ganz toll hier. This is it. That axe. Yeah. Hit me. Shatter me into pieces. It is time for my agony to end. Aber was hast du getan? Was ist, wenn der dafür verantwortlich ist, du hast Kind oben und wir shattern den jetzt? Ich will den nicht shattern. Aber ich glaube, wir müssen den shattern, ne? Ich shatter mal hier so. Hui. Yes, and again! It's time for the final blow! Okay, Baby ist wieder da. Klopschan! Murphy? Jesus Christ, did it just eat Murphys head? Okay, er hat gerade seinen Kopf gegessen von Murphy. Aber Leute, wir müssen unser Kind trotzdem lieben. So wie eine gute Mutter das ja tut.
Du kommst mit mir, Sir. Es hat Murphys Kopf absorbiert. Ich glaube nicht, dass es eine Gefahr für mich ist. Und ich glaube, irgendwie mag er mich sogar, steht da. Sorry, dein Kind ist hässlich. What? Hinfort mit dir. Ich verbanne dich. Wie kann man das nur sagen? Wirklich, ey. Ganz, ganz schlimm. Okay. Klopst Murphy-Chan. It's your time to shine. Your time to shine. Oh. Ich bin ein Aa-Kürtel. Hallo? Ich bin ein Kürtel. Okay. Kann ich da oben? Okay. Dieses Spiel ist nur ein bisschen durch. Ist alles okay. Tschüss. Also ich jetzt irgendwie vermisse ich es jetzt doch. Ich würde es jetzt schon gerne mitnehmen. Den haben wir auch noch. Okay. Ich weiß, ich habe die Tür gesehen. Ne? Ja, ja, das Kind. Bevor wir in die Tür reingehen, gucken wir erstmal. Boah, verrottet das auch ist, ne? Okay, wir können da nicht hoch. Irgendwie anders hier. Ah, ich glaube, diese ganzen, hier die ganzen Ventilatoren, die müssen das irgendwie gecleant haben. Cleaned. Ich glaube, es ist sicher, wenn ich die Maske jetzt abnehme. Super. Eine Kombüse und speichern. Safe Room verlassen.